Willkommen, meine Freunde der tollen Spiele und der Spiele, die man einfach nur in die Mülltonne kicken kann. Ich bin der Simon, das hier ist Gameplay Session und heute gibt es wieder einen Test für euch. Heute mal mehr aufs Super Nintendo fixiert und zwar Super Ghouls and Ghosts. Ein wirklich interessantes Spiel, das vor allem sehr, sehr schwer ist. Und ihr wisst ja, wie sehr ich schwere Spiele liebe. Nicht. Naja, wir fangen dann mal an mit dem Test. Das Spiel hat jetzt nicht die bahnbrechendste Geschichte, die es je in einem Videospiel gab. Und sie ist sowieso ziemlich Nintendo-artig, denn wir spielen Arthur, oder Arthur, wie man ihn auf Deutsch nennen würde. Und der ist ein Ritter und seine Prinzessin, die er wohl liebt oder vielleicht schon mit der er verlobt ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird diese entführt von einem bösen, bösen Dämon. Und unsere Aufgabe ist es jetzt natürlich, diese Prinzessin wiederzuholen. Hört sich ein bisschen nach Mario an, wenn ihr mich fragt. Aber das ist egal. Die Story ist ja auch nicht das Hauptaugenmerk, weswegen man dieses Spiel spielen sollte, sondern das allgemeine Gameplay überzeugt halt einfach. Auf jeden Fall schlagen wir uns vom Level 1 bis zum letzten Level durch verschiedene Ebenen, die alle ein unterschiedliches Thema haben. Wir haben dann zum Beispiel einfach einen Zombie-Friedhof. Später kommen wir dann in eine Lava-Welt. Es gibt eine Wasserwelt und natürlich gibt es auch eine Eiswelt. Und letzten Endes begeben wir uns dann in das Schloss des Dämons, wo wir ihn bekämpfen. Und ja, der Weg ist eben das Ziel, wie man es aus vielen anderen Spielen kennt. Bloß hier ist es extrem spaßig umgesetzt. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen was vom Gameplay erzählen. Das Spiel ist so eine Art Jump'n'Run mit sehr, sehr viel Action und es wird sehr viel darauf gelegt, dass die Level, also die, ich nenne es einfach mal Welten, sehr dynamisch sind. Während wir eben in der Zombie-Welt hauptsächlich von Zombies überrascht werden, ist es dann so, dass wir in der Eiswelt mit Eisschlangen zu kämpfen haben, die uns halt den Weg versperren mit gefrorenen Stacheln und sowas. In der Lava-Welt ist es dann eben Feuer, was von der Decke runterfällt und in der Wasserwelt ist es eben das Wasser, was uns die größten Probleme macht, obwohl eigentlich eher eine Mischung aus Geister und Wasser, aber das seht ihr selber, wenn ihr das spielt. Also es wird sehr darauf geachtet, dass die Spielwelt richtig mit dem Level verschmilzt und dass jede einzelne Welt irgendwie was Besonderes ist und es sich eben halt auch lohnt, dass die Welten sich überhaupt wechseln, mal abgesehen vom optischen Aspekt. Arthur kann eigentlich nur drei wirkliche Sachen machen. Er kann eben durch die Gegend laufen, er kann springen oder eher gesagt einen Doppelsprung machen. Das Springen ist dabei eher so ein bisschen milde zu genießen, denn es ist gar nicht so einfach da zu landen, wo man landen möchte, weil er doch relativ starr ist im Springen. Man kann jetzt nicht nochmal irgendwie in die Luft springen, ein Stück nach rechts und dann wieder nach links ausweichen, das geht überhaupt nicht. Man hat nur eben die Möglichkeit, mit dem Doppelsprung den ersten Sprung zu korrigieren. Dann hat er die Möglichkeit, natürlich Gegner anzugreifen. Dafür gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Waffen. Wir haben Wurfmesser, Speere, Pfeil und Bogen und je nachdem, was für eine Rüstung wir gerade tragen, sind die unterschiedlich stark und haben unterschiedliche Effekte. Es gibt drei Arten von Rüstung. Wir haben einmal die normale Eisenrüstung. Die ist halt nicht sonderlich stark und bietet keinen besonderen Schutz. Das Einzige, was wir dadurch haben, ist eben, dass wir bei einem Treffer nicht sofort tot gehen, sondern dass wir eben erstmal die Rüstung verlieren. Dann gibt es eine andere Rüstung, die ist grün. Keine Ahnung, wie die heißt oder aus was die ist. Die macht dann schon, dass wir mit unserer Waffe extra Schaden machen und sorgt dafür, dass einige Waffen dann ein anderes Flugmuster bekommen. Mit der goldenen Rüstung können wir dann schon unsere Attacke aufladen und jede Attacke hat dann einen besonderen Effekt. Bei der einen stirbt halt jeder Gegner auf dem Bildschirm, bei der anderen passiert einfach mal gar nichts. Das seht ihr zum Beispiel auch im Let's Play, was ich jetzt in dem Spiel gemacht habe. Könnt ihr auch auf dem Channel finden. Ja, ansonsten gibt es da eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Die Gegenstände, also die Rüstungen und die Waffen, die finden wir in Kisten, die je nachdem, wie wir uns im Level bewegen, dann halt immer wieder erscheinen. Manche Kisten muss man eben auch triggern, das heißt, man muss erst was machen, um diese zu aktivieren, damit sie erscheinen. Es kann dann sein, dass man von einer bestimmten Kante nach rechts springt und wieder links zurück und dann erscheint diese Kiste. Oder aber es gibt Kisten, die erscheinen dann halt erst, wenn man den Gegner tötet. Und das Spiel ist einfach voll mit sehr, sehr fiesen Fallen. Es gibt einfach Momente in den Leveln, wo man eingesperrt wird und gegen den Gegner kämpfen muss. Da gibt es wieder Momente, da erscheinen diese Kisten so fies, dass wenn man sich versucht, die zu holen, dass man da stirbt oder dass man gar keine Möglichkeit hat, überhaupt an diese Kiste zu kommen. Oder die Welt verändert sich einfach mal und sorgt dafür, dass einem irgendwas entgegenkommt, was einen töten kann. Oder man wird eben von irgendwelchen Gegnern überrascht, die sich als Kiste tarnen. Das ist auch eine sehr beliebte Sache in diesem Spiel. Ja, und wenn wir dann mal gerade nicht mit irgendeinem Gegner kämpfen, haben wir auch noch
immer am Ende einer Welt einen Endboss zu bekämpfen. Die sind allesamt unterschiedlich und sind auch unterschiedlich leicht bzw. schwer zu bekämpfen, je nachdem welche Waffe wir haben und welche Rüstung wir eben an uns tragen. Wir haben aus irgendeinem Grund nur sehr, sehr wenig Leben, aber einige Continues, die wir auch sicherlich brauchen werden, wenn wir das Spiel durchspielen wollen. Denn das Spiel ist wirklich riesig schwer. Zum einen kämpft man natürlich damit, dass die Steuerung, besonders das Springen, nicht ganz so präzise ist und nicht ganz so einfach ist. Zum anderen ist es halt eben auch so, dass man bei einem Treffer sofort komplett die gesamte Rüstung verliert und dann schutzlos ausgeliefert ist. Die Endbosskämpfe sind zum Teil auch ziemlich hart und sowieso ist das Spiel ziemlich gemein, was alles angeht. Wir haben sau viele Fallen, die uns umbringen wollen, und dann kommt noch der größte Kritikpunkt, den ich überhaupt an dem ganzen Spiel habe. Es ist nämlich so, dass wenn wir das Spiel durchspielen und gegen den Endboss kämpfen, dass wir es dann eben nochmal durchspielen müssen. Da kommt dann eben Arthurs kleine Prinzessin an und sagt, ah, du hast so schön für mich gekämpft, aber es gibt da ein Problem, du bist nicht mächtig genug, um den Dämon zu besiegen. Spiel das Spiel noch einmal durch und finde mein, ich glaube, Amulett oder meine Kette, und mit der kannst du dann es endlich schaffen, den Dämon zu besiegen. Ähnlich gemacht hat es ja Rayman. Das hat eben dafür gesorgt, dass man das Spiel nochmal durchspielen musste. Fand ich in Rayman schon ziemlich kacke und ging mir auch schon da ziemlich auf Keks. Und in dem Spiel ist es halt eben auch nur da, damit das Spiel länger dauert. Weil wenn man halbwegs gut ist und ein bisschen trainiert hat, schafft man das Spiel locker in einer Stunde. Ich habe jetzt eine Stunde und ja, etwa 20 Minuten gebraucht, um das durchzuspielen. Aber das geht wahrscheinlich auch noch deutlich schneller, wenn man nicht ganz so schnell failt, wie ich das immer tue. Technisch ist das Spiel natürlich etwas gealtert. Es ist ein Super Nintendo-Spiel, das sieht heute nun mal nicht mehr High-End-mäßig aus. Dennoch, wenn man es mit dem Emulator spielt und ein paar Filter drüber klatscht, finde ich, sieht es noch sehr, sehr gut aus und hat auch so einen richtig geilen Retro-Charme. Der Soundtrack, vor allem in der ersten Welt, der ist so catchy, den verliert man eigentlich nie wieder aus dem Schädel. Und ich habe mich eigentlich auch irgendwie immer gefreut, wenn ich in der ersten Welt gestorben bin, weil eben dann wieder dieser tolle Song losging. Das ist aber wieder Geschmackssache. Allgemein kann man aber sagen, dass dieses Spiel optisch sowie auch akustisch sehr, sehr gut durchdacht und gemacht wurde. Es ist halt nur irre schwer. Und das würde mich dann auch schon zum Fazit bringen. Für mich gehört dieses Spiel zu den Top-Spielen, die es so auf dem Super Nintendo gibt. Klar kommt es jetzt nicht an Donkey Kong ran oder an Ähnliches, aber es ist erstaunlich gut gealtert und das macht auch noch heute einen Riesenspaß. Einziger Nachteil, den es hat, ist eben, dass es sau-sau-mäßig schwer ist, und aufgrund dessen gebe ich dem Spiel 8,5 von 10 Punkten. Ist damit eine absolute Empfehlung, wenn ihr euch mit der Grafik und mit der Schwernis des Spiels anfreunden könnt. Und ansonsten seht ihr ja, was ich gut fand und was ich schlecht fand. Ich mache dann nochmal Werbung. Ihr könnt gerne das Let's Play zu dem Spiel gucken. Da faile ich zwar mehr, als dass ich was schaffe, aber ich kann euch da immerhin die erste Welt zeigen. Ihr hört mal den tollen Song und ihr seht sogar, wie ich einen Endboss fertig mache. Das ist doch eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Und ansonsten war es jetzt von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.